So, da sind wir auch schon wieder. Entschuldigung, die kleine Unterbrechung. Ja, wahrscheinlich viele haben mittlerweile schon festgestellt, ich ja leider auch, dass die Siedler 7 Aufnahmen öfter mal kleine Hänger haben. Oder manchmal extreme Hänger. Und ich nie eine Ahnung hatte, woher das kommt, bis ich jetzt gesehen habe, dass meine Open Broadcast Software Codierungsprobleme hat. Also habe ich die jetzt mal gerade umgestellt. Mitten in der Aufnahme, deswegen habe ich unterbrechen müssen. Hoffen wir mal, dass das jetzt was geholfen hat und die Videos in Zukunft flüssiger sind. Wenn nicht, dann muss ich weiter rumprobieren. Gut, wir starten jetzt Sturm über den Auen, Mission 7. Das ist jetzt die erste richtige Siegpunkte-Mission. Ein Imperium entsteht, gegen Drakorian war ja noch mehr Tutorial. Der Sturm über die Auen ist jetzt wirklich die richtige erste. Aber ich glaube, wir kriegen vorher noch ein Video zu sehen. Aha, der niederträchtige Handlanger des Lords. Nicht ich bin niederträchtig, sondern ihr. Ich kämpfe für die Ehre. Für die Ehre? Ihr seid doch bloß ein kleiner Dieb. In euch ist kein Funken Anstand. Immerhin sorge ich mich um mehr als um meine eigene Krone. Doch nur, wenn man euch nie so viel Ehre entgegenbringen würde. Was für euch Ehre ist, ist für mich Habgier. Ihr nennt mich habgierig? Wollt ihr denn nicht selbst Tandrian regieren? Ich bin hier geboren. Ich kämpfe lediglich für mein Land. Tandrian ist meine Heimat. Und das wird euer Grab sein. Hinfort mit ihm! Ja, Überheblichkeit, hä? Die Freude von Suis Sieg über Drakorian hielt nicht lange, denn seine Schwester wollte ihn nicht kampflos aufgeben. Jo, jetzt geht's gegen Drakorians Schwester mit 4 Siegpunkten dieses Mal. Nicht nur 3. Rovin setzt Timur Töll in Bewegung, um ihren Bruder zu befreien. Und das ländliche Ninroth liegt in gefährlicher Nähe zu ihrer Heimatstadt. Ja, ich habe vergessen, den Text vorzulesen. Die Verteidigung Nimrods. Bla bla. Jenseits der Berge. Bei den 7 Zwergen. Im Osten Tandriens. Könnt ihr die Auen finden? So ist Schloss in den Ohr. Boss, stimmt es, dass Drakorians Schwester einen Angriff plant? Ich fürchte ja, Prinzessin. Rovin will ihren Bruder befreien. Ist sie eine Bedrohung für uns? Nur wenig ist bekannt. Man sagt, sie sei eine größere Kriegerin als ihr Bruder. Wie sollen wir sie besiegen? Sie versucht, diese Gegend hier einzunehmen, um eine heftige Attacke zu starten. Ich schlage vor, wir untergraben ihren Plan und schlagen sie zurück. Dann soll das der Plan sein. Oh, und Boss? Was Drakorian sagte, ich bin doch nicht etwa habgierig. Oder? Natürlich nicht, Prinzessin. Er versucht nur, euch zu irritieren. Danke, Boss. Ohne euch wäre ich verloren. Nein, nein, bitte. Es ist mir ein Vergnügen. Lasst meinen Bruder frei, oder ihr bekommt meine Klinge zu spüren. Die Wahl liegt bei euch, Prinzessin. Passt besser auf, Milady. Rovin ist blind vor Wut. Mit Sicherheit wird sie alles daran setzen, ihren Bruder zu befreien. Seid gewarnt. Eure Hauptstadt ist für sie in greifbarer Nähe. Gebt besonders Acht auf die Stadt, in der Drakorian gefangen gehalten wird. Unglücklicherweise gibt es in dieser unwirtlichen Gegend kaum Bäume. Ihr werdet selbst welche pflanzen müssen. Yay, Förster.
Beauftragt einen Förster. Er wird für ausreichend Bauholz sorgen. Hm? Das heißt, wir werden zwei... Wo keine Wälder sind, gibt es auch kein Wild zum Jagen. Aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Schweinefarm. Ab sofort könnt ihr einen Schweinezüchter nutzen. Er wird die beste Wurst erzeugen, die ihr jemals gegessen habt. Ja, er erzeugt das Fleisch. Die Wurst müssen wir immer auch selber machen. Gut. Der Seite können wir keinen Stein mit errichten. Deswegen errichten wir ihn hier. Und errichten hier sein Lagerhaus. Ja, Försterei. Der Förster kann Bäume auf freiem, fruchtbarem Boden pflanzen. Setzt den Förster zusammen mit dem Holzfäller ein, um eine nachhaltige Holzproduktion zu errichten. Schweinezucht. Die Jagd auf Wild erfordert Zeit und ist nicht immer möglich. Die Schweinezucht bietet eine Alternative zur Fleischgewinnung. Ist jedoch sehr rohstoffintensiv. Und die Köhlerei. Mhm. Gut, kümmern wir uns erst einmal um unsere Produktion. Wir haben hier oben ein paar Bäume. Also werden wir hier unseren ersten... Betrieb errichten. Und den zweiten hier drüben. Und hier das Lager dafür. So, Steinmetz brauchen wir noch. Letzfetz, Steinmetz. Ja, ich könnte die zwei Wurst, die ich gerade habe, nutzen, um zwei Musketiere auszubilden. Das ist wahrscheinlich auch das Vernünftigste, was wir gerade machen können. Warum auch immer ich jetzt hier unten ständig die Nachrichten kriege, wenn was errichtet wurde, fällt mir gar nicht so, wie mir bis jetzt gar nicht so wirklich auf. Sehr gut. Euer Förster wird dieses karge Land im Handumdrehen in einen dichten Wald verwandeln. Das ist Verlauf, das wollten wir nicht. Ja, Rowin hat einen Außenposten erobert. Wir haben eine Bevölkerungsbelohnung. Fürs erste Werkzeuge, würde ich sagen. So, zwei Wohnhäuser am besten. Und ja, was wir auch bald machen müssen, ist uns vor Rowin schützen. So, gucken wir mal. Wir haben wieder insgesamt 6 Dinger zur Auswahl. Also königliches Observatorium sollten wir auf jeden Fall machen, vielleicht. Wobei, das ist da oben. Da müssen wir eine kleine Armee besiegen, die jedes Mal stärker wird, je mehr Siegpunkte wir haben. Wir können Pferde liefern für Gold. Wir können aber auch einen Wetterwechsel provozieren. Gucken wir mal. Hier hat sich noch nichts geändert.
Ja, jetzt sieht es aber auf jeden Fall besser aus. Ich kriege keine Fehlermeldung mehr von meiner Open Broadcast Software, was die Codierungsgeschwindigkeit angeht. So. Den Posten einnehmen. Und für Holz ist gesorgt, für Stein ist gesorgt. Als nächstes kümmern wir uns um Weizen. Schließt neues Land, mein Freund? Großartig. So, Brot, Gold und Kohle. Und Basisgebäude. Oh, und jetzt sollten wir uns sputen. Das könnte jetzt unser Untergang werden. So, sie hat schon die Siegpunkte für den Imperator und die Metropole. Das ist die Rache für meinen Bruder. Ja, Sonnenkönig und Feldmarschall, das könnten auch noch zwei sein, die er uns wegnehmen könnte. Solltest du eigentlich hier draußen arbeiten? Na, sie ist fast hier durchgebrochen durch das Teil. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. In Rovinas Kriegsturm, ja. Lasst meinen Bruder frei, oder es wird euer Ende sein. Nur wer Angst hat, spricht in Drohungen. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Ein Versprechen, das ihr nicht halten könnt. Eure Arroganz erinnert mich an euren Vater. Und eure Ignoranz mich an die eures Bruders. Oh, ey. Passt auf. Ihr verliert gerade einen Siegpunkt. Zickenkrieg. Oh, habe ich mit der Försterei etwa den Weg nach draußen zugebaut? Das wäre jetzt ärgerlich. Befestigungsausbau beendet. Oh, es gab ja niemals einen Weg nach draußen. So, jetzt bin ich aber erstmal sicher vor Rovin und ihrer Armee. Das heißt, ich kann die Jungs mal wieder hierhin abziehen.